Wenn wir an Star Wars denken, denken wir schnell an das Lichtschwert. Die antike Waffe der Jedi und Sith war schon immer eins der krassesten Dinge im Star Wars-Universum. Man kann fast jedes Material durchschneiden. Bei Berührung mit dem Körper kann es dein Fleisch verdampfen und je nachdem, wo du erwischt wirst, kann die Klinge auch sehr tödlich sein. Nach und nach hat man dann erfahren, dass es seltene Materialien gibt, die Lichtschwerter blockieren können. Zum Beispiel Beskar. Und da Jedi schwer zu töten sind, waren diese Materialien sehr wertvoll in der Galaxis. Doch dann gab es noch ein weiteres Material, was noch eine Schippe drauflegte: Kortosis. Mit diesem Material konnte man Lichtschwerter komplett nutzlos machen, die Energie von einem Blasterschuss absorbieren und sogar, wenn in großen Mengen vorhanden, Explosionen umlenken. Wie genau, dazu kommen wir gleich, aber fangen wir erstmal vorne an. Kortosis ist ein Mineral, welches man als Legierung verwenden kann. Es ist in der Galaxis unfassbar selten, noch seltener als Beskar. Nur auf sehr wenigen Wüstenplaneten kann es gefunden werden. Dass dieses Material sehr hart ist, sieht man sehr gut daran, wie schwierig es ist, es abzubauen. Kortosis ist ja, wie man bei Lichtschwertern sieht, sehr widerstandsfähig gegen Plasma und andere thermische Energieformen, weswegen man es nur mit hydraulischen Schlaghämmern, also mit reiner mechanischer Kraft, abbauen konnte. Und da Kortosis eben wirklich sehr hart und der mechanische Abbau dementsprechend kräftezehrend war, wurde dieser als einer der härtesten Jobs in der Galaxis bezeichnet. Doch wie wird Kortosis jetzt genau benutzt? Also, der Stoff allein ist sehr instabil und trotz seiner Härte fragil, sodass man daraus Fasern machen und diese dann mit gewöhnlichen Metallen verweben musste, um damit zum Beispiel eine Rüstung herzustellen. Würde man eine solche Rüstung tragen, wäre man schon mal wie bei Beskar komplett gegen Lichtschwerter und Blasterschüsse geschützt. Im Falle von Blastern werden die Energiegeschosse von den starken Kortosisfasern zerstreut und so abgelenkt. Lichtschwerter werden kurzgeschlossen, indem das Kortosis die Energie des Plasmastrahls in die Klinge zurückfließen lässt. Der Kurzschluss setzt das Lichtschwert für mehrere Minuten außer Gefecht. Und wie am Anfang schon kurz erwähnt, kann es auch Explosionen umlenken. Hier wird die Energie der Explosion ähnlich wie beim Blasterpartikel von den Fasern zerstreut und abgelenkt. Bedeutet, sollte man eine Kortosis-Ganzkörperrüstung tragen und neben einem explodiert irgendwas, passiert mir ständig, dann wird man zwar von der Stoßwelle weggeschleudert, aber vor der Explosion selbst sollte man geschützt sein. Des Weiteren kann man auch ein Schwert daraus schmieden und auf diese Weise sogar einen lichtschwertführenden Machtnutzer duellieren und mit dem Überraschungsmoment und ein bisschen Glück vielleicht sogar besiegen. So, bei allem, was wir gerade gehört haben, klingt Kortosis eigentlich ziemlich OP. Das ist es auch, aber unbesiegbar ist es nicht. Es schützte zwar vor Blasterschüssen, Lichtschwertern etc., aber von krasseren Waffen mit einem höheren Energieprofil konnte es sehr wohl zerstört werden. Zum Beispiel Mandos Disruptor oder die krassere Version davon, der imperiale Ionendisruptor. Aber trotz dieser einen Schwäche ist Kortosis für viele verschiedene Fraktionen extrem wertvoll. Schließlich hat man so zum Beispiel als Kopfgeldjäger gegen die fast unbesiegbar scheinenden Jedi einen großen, unerwarteten Vorteil. Ein Vorteil, den diese Separatisten ausnutzen wollten. Im letzten Drittel der Klonkriege stellten sie in einer geheimen Fabrik zwei Dinge aus Kortosis her: Kampfdruiden und Klonkriegerrüstungen. Anakin, der diese Fabrik entdeckte, vermutete, dass sie diese Klonrüstungen für ein Attentat hinter feindlichen Linien benutzen wollten. Dabei war das eigentliche Ziel dieser von Palpatine in Auftrag gegebenen Operation ein anderes. Kortosis Klonrüstungen sollten während der Order 66 die Klone gegen die Jedi schützen und sie noch tödlicher machen, als sie ohnehin schon waren. Das war ein guter Plan und falls ihr euch fragt, wieso wir von diesen Rüstungen nie etwas gesehen haben, die Rüstungen sowie die Kortosis-Minen auf dem Planeten wurden alle von Anakin zerstört. Damit war das dann auch erledigt. Und wenn euch jetzt noch interessiert, welches Geheimnis sich hinter den orangenen Lichtschwertern aus dem Ahsoka-Trailer verbirgt, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Josh und Dima out.